Hi und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Mein Name ist Stefan, ich freue mich, dass du wieder mit am Start bist und du siehst es schon, heute geht es um was ganz Besonderes, nämlich um das Thema Drucken. Ich habe lange Zeit selber mega verzweifelt an diesem Thema und habe jetzt aber einen Workflow gefunden, wo ich denke, damit kann man ganz zufrieden sein. Und ich möchte dir den heute mal zeigen, wie man Bilder drucken kann. Und an dieser Stelle erstmal ein herzliches Dankeschön an die Firma WhiteWall, denn die sponsert dieses Video in Form dessen, dass sie uns hier tatsächlich diese Bilder gedruckt hat. Und zwar das Ganze kostenlos für dieses Video. Also an dieser Stelle herzlichen Dank an WhiteWall. Auf jeden Fall mal whitewall.de auschecken. Das ist eine sehr, sehr coole Seite, wo man seine Bilder drucken lassen kann. Kommt aus Berlin das Ganze und von daher kann ich das nur weiterempfehlen. Ja, wie lasse ich meine Bilder drucken? Darum soll es jetzt gehen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß. So, ich möchte jetzt dieses Bild hier nochmal quasi mit dir zusammen in Lightroom so bearbeiten, dass man es dann tatsächlich drucken lassen kann. Also wir machen das jetzt wirklich anhand dieses Beispiels. Das Ganze hier ist auf Aluminium, also auf Alu-Debond gedruckt. Und für mich ist das eine sehr, sehr coole Sache. Und warum Alu-Debond eigentlich so mein Lieblingsmaterial ist, das möchte ich dir am Ende des Videos auch noch ein bisschen näher zeigen. Also viel Spaß damit. Bevor wir so ein Bild überhaupt in der Hand halten können, geht es natürlich erstmal darum, dass wir das Bild richtig vorbereiten. Und dazu bin ich jetzt hier in Lightroom und gleichzeitig möchte ich dir jetzt hier auch mal die Seite von whiteboard.de zeigen. So sieht das Ganze aus, also einfach mal auf whiteboard.de oder de.whiteboard.com gehen. Und dann ist man hier auf der deutschsprachigen Seite von WhiteWall. Hier kann man alle möglichen Sachen bestellen. Fotos hinter Acrylglas, Fotos auf Alu-Debond mit Rahmen, Fotoleinwände, Abzüge, einfache Prints, Fotobücher, Fotogeschenke und so weiter und so fort. Also da ist für jeden was mit dabei, denke ich mal. Und es geht jetzt einfach mal darum, dass ich jetzt hier ein Bild auf Alu-Debond drucken lassen möchte. Und dazu nehme ich hier jetzt einfach mal den Fotodruck auf Alu-Debond. Den gibt es ab 3,90 Euro schon. Ja, also wirklich auch schon relativ günstig. Man kann jetzt hier im nächsten Schritt seine Größe auswählen. Ich habe jetzt hier mal 60x40 ausgewählt und jetzt kann man im nächsten Schritt hier schon das Foto hochladen. Tja, aber wie laden wir jetzt dieses Foto hoch? Na ja, gut, das Hochladen an sich, denke ich mal, sollte kein Problem sein. Das muss ich jetzt nicht erklären. Aber es geht darum, wie bereiten wir die Datei auf den Druck vor. Und dazu gehe ich jetzt einfach mal ganz nach unten hier auf der Seite von WhiteWall. Hier gibt es nämlich die Möglichkeit, unter Hilfe sogenannte ICC oder ICC Farbprofile zu downloaden. Und die brauchen wir. Was sind ICC Profile? Im Endeffekt, ja, ist es ein Profil, was dafür zuständig ist, die Farben, die wir jetzt hier einstellen, dann auch wirklich über den Drucker hinaus richtig darzustellen. Das bedeutet, jedes Fotolabor hat unterschiedliche Drucker, hat unterschiedliche Monitore, wir haben unterschiedliche Monitore und jedes Medium gibt die Farben ja irgendwie so ein bisschen anders wieder. Ja, das heißt, wenn ich jetzt hier einen Monitor habe, dann sieht das vielleicht hier auf dem Monitor ganz anders aus als auf deinem Monitor. Woran liegt das? Vielleicht ist einer der beiden Monitore nicht kalibriert. Das ist mal der erste Schritt. Kalibriere deinen Monitor. Dafür müsste man eigentlich ein extra Tutorial machen, aber es sei dir mal so viel gesagt, es gibt ganz viele Videos zum Thema Monitorkalibrierung im Internet. Da einfach mal auf YouTube danach suchen, da gibt es ganz viele schöne Videos, die du dir dazu mal anschauen kannst. Ganz wichtig ist nur, dass du deinen Monitor mal kalibrierst, denn das ist die erste wichtige Voraussetzung, damit wir wirklich die Farben akkurat dann von dem Bildschirm auf das Bild bringen. Im nächsten Schritt brauchen wir, wie gesagt, so ein ICC-Profil, damit der Drucker auch Bescheid weiß, welche Farben er da eigentlich drucken muss. So, jetzt mal ganz salopp gesagt. Ja, also es ist eigentlich schon ein bisschen komplizierter, aber ich versuche das jetzt hier mal wirklich einfach zu erklären. Das bedeutet, man muss so ein Profil quasi in das Foto einbetten, damit der Drucker die Farben auch wirklich farbgetreu wiedergibt. Und jetzt gibt es hier alle möglichen ICC-Profile und ich suche jetzt einfach mal nach dem ICC-Profil, was dafür zuständig ist, ein Foto auf Alu-Debond zu drucken. Und da gibt es hier genau das, Fotodruck auf Alu-Debond. Ja? Und dann kann man sich dieses Profil hier einfach mal runterladen. Das kann ich jetzt hier mal machen. Ich habe es schon einmal gemacht. Ja? Und dann ist es jetzt hier einfach einmal runtergeladen und dann kann man das Ganze auch dementsprechend dann installieren. Wie funktioniert das Ganze? Das steht hier unten auch nochmal. Die verschiedenen Betriebssysteme, Mac OS und so weiter und Windows, haben da verschiedene Orte, wo man diese Profile dann hinkopieren muss. Bei mir ist es zum Beispiel jetzt Mac OS X. Das bedeutet, ich muss das Ganze hier in Library Color Sync Profiles kopieren. Wenn ihr zum Beispiel Windows habt, dann stehen hier auch entsprechend die Ordner. Also da wird euch auf jeden Fall ganz schnell auch geholfen. Da einfach mal reinschauen, wo ihr das Ganze dann hinkopieren müsst, diese Datei, die ihr jetzt runtergeladen habt. Und dann können wir im nächsten Schritt Lightroom öffnen.
Lightroom habe ich jetzt hier mal aufgemacht und jetzt ist hier auch schon das Bild zu sehen, um das es hier geht. Also das ist der Berliner Dom, dieses Bild kennt ihr auch schon. Dazu gibt es sogar ein Workflow-Videotraining, wie ich dieses Bild erstellt habe, übrigens mit RAW-Dateien. Das heißt, wenn du dieses Video jetzt wirklich mal komplett nachmachen willst und vielleicht dir dieses Bild dann auch mal wirklich bearbeiten möchtest, dann empfehle ich dir das auf jeden Fall mal auf meinem Online-Store vorbeizuschauen, www.stefanschaefer-store.de. Genug der Werbung, es geht jetzt darum, wie wir das ganze Bild jetzt hier noch fertig machen. Wir sind jetzt hier im Entwickeln-Modul. Und jetzt gibt es hier einen Punkt, der heißt Softproof. Wenn der jetzt bei dir noch nicht angezeigt wird, dann geh mal hier auf diesen kleinen Pfeil und dann kannst du jetzt hier zum Beispiel den Softproof auch anwählen. Wenn da ein Häkchen dahinter ist, dann sollte das Ganze hier angezeigt werden. So, Softproof. Ja? Und im nächsten Schritt, ich aktiviere den jetzt mal, jetzt siehst du auch schon, wie hier der ganze Hintergrund weiß wird. Ja? Das hat den einfachen Grund, dass man jetzt hier so ein bisschen auch dieses Papier schon simulieren möchte. Und im nächsten Schritt gehe ich jetzt hier auf dieses Symbol und habe jetzt hier also eine Vorher-Nachher-Ansicht. Ja, also das Softproof ist aktiviert und das ist jetzt die Vorher-Nachher-Ansicht. Und jetzt habe ich hier oben die Möglichkeit, eine Proof-Kopie zu erstellen. Das werde ich jetzt im nächsten Schritt einfach mal tun. Und jetzt hast du hier auch schon das aktuelle Bild und das ist die Proof-Vorschau. Das heißt, das ist jetzt das Bild, wie das Ganze dann simuliert wird. Und jetzt können wir im nächsten Schritt hier das Profil auswählen, also das ICC-Profil. Da gehe ich jetzt einfach mal auf andere hier und dann können wir jetzt hier mal schauen, welche Profile wir installiert haben. Tatsächlich stelle ich gerade fest, dass ich offensichtlich das Adobe Bond wieder gelöscht habe. Ich nehme jetzt einfach mal ein anderes hier von Whitewall. Das ist ja kein Problem, weil ich werde das Ganze jetzt nicht nochmal ausdrucken. Wichtig für dich ist natürlich, dass du dann das Richtige nimmst. Ich nehme jetzt hier einfach mal ein einfaches Fuji Crystal, vielleicht das Ultra HD hier. Da können wir auch einfache Fotoabzüge mitmachen bei Whitewall zum Beispiel und dann aktiviere ich das Ganze. So, und jetzt hast du schon gesehen, hat sich das Ganze so ein bisschen verdunkelt. Ja, also ein klein bisschen ist es dunkler geworden. Jetzt haben wir hier unten noch die Priorität, die man einstellen kann. Da gibt es einmal perzeptiv und einmal relativ. Das bedeutet einfach nur, wenn eine bestimmte Farbe nicht darstellbar ist über den Drucker, weil der Farbraum einfach zu groß ist, dann gibt es die Möglichkeit, damit verschieden umzugehen. Relativ geht damit so um, dass eine Farbe von der Sättigung her bleibt und einfach die nächste Farbe, die irgendwie am nächsten dran ist, dann dafür ausgewählt wird. Ja, also wenn ich jetzt zum Beispiel ein Knallrot habe, dieses Knallrot aber nicht dargestellt werden kann, dann wird eine Farbe mit der gleichen Sättigung genommen, die ähnlich diesem Knallrot ist, also zum Beispiel ein etwas dunkleres Rot. Ja. Andersherum, bei perzeptiv haben wir die Möglichkeit, dass wir die Farben von der Sättigung ein bisschen herunterziehen und dadurch die Farbe dann darstellbar wird. Jetzt ist so die Frage, ja, welche Methode soll ich nehmen? Da gibt es eigentlich keine wirkliche Antwort auf jedes Bild. Das ist bei jedem Bild so ein bisschen unterschiedlich. Und ich würde jetzt einfach mal empfehlen, zwischen den beiden Methoden so ein bisschen hin und her zu schalten und dann einfach mal zu gucken, was hier passiert. Ja, also du siehst jetzt hier relativ perzeptiv. Bei perzeptiv wird das Ganze ein bisschen dunkler, die Sättigung geht ein bisschen raus. Ich bin in dem Fall dafür, hier relativ zu benutzen. Und jetzt siehst du ja auch schon, dass hier in der Proof-Vorschau das ganze Bild ein bisschen dunkler ist. Deswegen werde ich jetzt einfach mal anfangen, das Bild hier so ein bisschen zu bearbeiten. Und du siehst jetzt schon, ich könnte das jetzt richtig hell machen, aber die Sache oder das Ziel eigentlich jetzt hierbei ist, dass wir die Bilder wieder genau gleich aussehen lassen. Ja? Also ein bisschen mehr Kontrast werde ich hier hinzugeben. Die Belichtung kann man fast so lassen, denke ich mal. Die Schwarzwerte würde ich ein ganz bisschen weiter runterdrehen. Ungefähr so, vielleicht die Belichtung noch ein kleines Stück höher. So, die Weißwerte vielleicht auch noch ein kleines bisschen weiter nach oben. Damit wir hier einfach so ein bisschen wieder das Ganze hinbekommen. Dynamik vielleicht noch so ein bisschen rein. Ja. Und ein bisschen Temperatur. So. Das kommt ihm jetzt schon relativ nah. Ich kann es jetzt nicht zu ausführlich machen. Das ist jetzt wirklich Kleinstarbeit eigentlich. Und ich empfehle dir auch, wenn du das dann selber machst, da wirklich ganz genau vorzugehen, dass man da dann auch am Ende wirklich ein zufriedenstellendes Ergebnis hat. Ich wollte dir jetzt hier an dieser Stelle einfach nur mal zeigen, wie ich das Ganze handhabe. Und wenn du jetzt soweit damit fertig bist, dann kannst du hier auf Exportieren klicken, das Bild dann exportieren lassen und dann laden wir das Ganze hier, diese Datei dann hier bei Whitewall einfach hoch. Das war jetzt erstmal so der Workflow. Ich muss dir natürlich jetzt nochmal sagen, weil wie gesagt, es war jetzt gerade so, dass ich mein eigentliches Profil hier nicht gefunden habe, hätte ich doch nochmal runterladen sollen. Ich habe jetzt hier also das Profil für das Ultra HD Crystal, Fuji Crystal genommen. Also das, den einfachen Fotoabzug. Ich müsste jetzt also an der Stelle hier einen Fotoabzug bestellen und nicht das Adobe Bond.
Ja, also da ist es ganz wichtig, dass du das richtige Farbprofil natürlich verwendest. Das war jetzt so der Part, wie das Ganze vorbereitet wurde. Und jetzt geht es darum, das Ganze dann zu bekommen. Also ich habe bei Whiteboy bestellt. Innerhalb von 3 Tagen war das Ganze da. Und ich zeige dir jetzt einfach mal ganz kurz hier einen Ausschnitt, wie das Ganze verpackt angekommen ist. Die Verpackung war sehr, sehr hochwertig und man kann auf jeden Fall sehen, dass das Bild keinen Schaden nehmen kann bei dem Transport, weil es sehr, sehr gut verpackt ist und da also auf jeden Fall schon mal ein erstes großes Lob. Als das Bild dann ausgepackt war, habe ich natürlich gleich kontrolliert, auf der Rückseite ist auch der Alurahmen dran, an dem man es dann sehr schön aufhängen kann. Also das hat auch wunderbar funktioniert und da sind dann auch alle Wandhalterungen mit dabei, um das Bild aufzuhängen. Genauso habe ich dann auch noch ein Foto hinter Acrylglas bestellt. Auch das ist sehr, sehr schön angekommen. Die Farben kommen da noch besser zur Geltung. Allerdings muss ich sagen, dass mir tatsächlich das Alu-Bond ein bisschen besser gefällt. Das hat einfach den Grund, wenn die Bilder angeleuchtet werden, dann spiegelt dieses Acrylglas natürlich relativ stark. Das ist bei Alu-Dibond nicht der Fall und von daher bin ich eher der Fan von Alu-Dibond eigentlich geworden. Früher war es eher Acrylglas, jetzt bin ich tatsächlich ein Fan von Alu-Dibond geworden. Aber da würde mich auch einfach mal deine Meinung interessieren. Welches Format bzw. welches Material dir da am besten gefällt? Ist es Alu-Dibond oder doch Acrylglas oder vielleicht sogar Leinwand? Ja, da kannst du einfach mal in die Kommentare schreiben und ich muss sagen, das Ergebnis ist wirklich sehr, sehr gut geworden. Die Farben sind wirklich akkurat herumgekommen. Ich habe das jetzt auch nochmal verglichen vom Monitor zum Print und da muss ich sagen, mit den ICC-Profilen funktioniert das richtig gut. Also ich kann dir nur empfehlen, das Ganze mal auszuprobieren. Danke nochmal an Whiteboy, die dieses Video gesponsert haben. Das ist jetzt kein Aufruf dazu, unbedingt nur noch bei Whiteboy zu bestellen. Da kannst du dir dann natürlich deinen Lieblingsanbieter raussuchen, wie du möchtest. Ich finde, Whiteboy macht aber eine sehr, sehr gute Qualität. Habe auch schon viele verschiedene Labore ausgetestet, die alle sehr, sehr gut sind. Und möchte an dieser Stelle, wie gesagt, Whiteboy einfach nochmal danken, dass sie dieses Video hier unterstützt haben. Wenn dir das Video gefallen hat, dann gib auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Falls du es noch nicht getan hast, dann kannst du den Kanal auch abonnieren. Und wenn du Fragen dazu haben solltest oder weitere Videos zum Thema Druck sehen möchtest, weil ich jetzt hier irgendwas noch nicht angesprochen habe, dann kannst du das auch gerne unten kommentieren. Ansonsten, wie gesagt, schau mal auf meinem Online-Store vorbei, wenn du Fragen zu Lightroom hast, wenn du vielleicht auch dieses Bild mal nachbearbeiten möchtest, weil das gibt es hier als Workflow-Video mit den RAW-Dateien dazu, dann schau einfach mal auf meinem Online-Store vorbei. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin viel Spaß beim Fotografieren und Bearbeiten. Ciao!